Hola, compadres. So, um was geht's heute? Oh, heute geht's um Facebook und eine fehlende Editierfunktion. Ja, jetzt werden natürlich wieder einige sagen, ist doch gar nicht wahr. Geht doch. Freunde, ihr könnt Kommentare editieren. Das ist richtig. Aber wenn du in dem Bereich, was machst du gerade, was reinschreibst und das wegschickst, dann steht das drin. Das ist in Stein gemeißelt. Da ist nichts mehr mit Editieren. Ich hab's probiert. Ich hab wirklich alles versucht. Das kannst nicht mehr. Du kannst nur noch editieren bei Kommentaren. Was heißt nur noch? Endlich kann man seine Kommentare editieren. Das konnte man früher ja auch nicht einmal. Na? Jetzt kann man's. Das haben sie sogar groß verkündet. Facebook endlich mit Editierfunktion. Da muss eigentlich, ja, nicht ganz so wichtig ist. Da was wichtig war, haben sie es komischerweise nicht eingeführt. Warum auch immer. Die Konkurrenz, die hat es. Ja, sagen wir mal, die Konkurrenz mit dem großen G. Ja, da geht es. Problemlos. Auf Facebook ist das eine andere Sache. Auf Facebook musst du hingehen, musst das Ding im Endeffekt kopieren. Das erste, was du geschrieben hast, löschen. Deinen Text wieder einfügen, deine Schlechtschreibbegradigung machen und das ganze Ding nur mehr wegschicken. Das geht. Das ist aber ein wenig für Aufwand. Anderweitig hätte ich auf Bearbeiten geklickt, meine Schlechtschreibbegradigung und dann auf Speichern. Fertig. So habe ich auf Gott sei Dank mehr Aufwand, auf den ich nicht scharf drauf bin. Wie gesagt, bei anderen Seiten geht es. Bei Facebook nicht. Das Ganze, ja, mit Löschen. Ihr wisst ja selber, Facebook löscht nichts. Sie könnten es ja irgendwie in irgendeiner Form einmal verwenden, um damit ein Geld zu machen. Also bleibt alles auf dem Server drauf. Die Sichtbarkeit wird nur verändert. Ja? Es sieht keiner mehr. Nicht mal du selber, obwohl du das geschrieben hast. Es sei denn, du forderst die gesamten Daten an, die von dir sozusagen gespeichert sind. Die Möglichkeit gibt's. Du wirst nicht glauben, was da drin steht oder wie viel da noch drin steht. Da gibt's einen österreichischen Studenten, der hat sich das einmal schicken lassen. Der hat ein 1200 Seiten großes PDF gekriegt. 1200 Seiten. Freunde, das ist ein Buch, ja, so dick. Also ihr wisst ja, wenn ihr jetzt halt mal hingeht, ja, so DIN A4, kauft euch so ein Bagel, das sind 500 Stück, 500 Blatt. So ein Schinken. Beidseitig bedruckt, kommt man auf 1000 Seiten, 1200 Seiten ist dann ein wenig mehr. 1200 Seiten, also ich denke mal nicht, dass der Typ jeden Tag einen halben Roman verfasst hat und auf Facebook gepostet hat. Also ihr seht's. Facebook löscht nichts, was ihr geschrieben habt. Auch wenn ihr sagt, Facebook soll es löschen. Gut. Um das geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass ich eigentlich was verbessern möchte, was ich geschrieben habe. Ja? Warum geht es nicht? Gute Frage. Ja? Von Facebook wird man dazu keine Antwort bekommen. Das ist mir jetzt auch schon klar. Eine Seite dazu machen, ja? Damit es sozusagen Facebook bekannt wird, dass man das gerne hätte, denke ich mal, hat auch keine großen Chancen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich euch kenne da draußen. Solange das nicht auf gut Deutsch gesagt euch am Arsch kitzelt, ist euch das relativ wurscht. Da denkt ihr euch bloß, ja, schon hier schon wieder so ein Meckerer, der an allem rummäkeln muss. Doch so toll, Facebook, ich gebe denen meine Daten und kann mehr Zeit dafür bei denen verplempern. Freunde, denkt mal drüber nach. Ohne die Leute, denen irgendwas aufgestoßen ist und die sich dann sozusagen Gedanken dazu gemacht haben, ob da ein wirkliches Problem besteht oder nicht und ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, das Problem zu lösen, würdet ihr immer noch in der afrikanischen Savanne einem Löwen auf den Kopf scheißen? Hättet Haare am Arsch?
und würdet euch mit Grundlauten verständigen. Okay? Also nicht immer gleich losgehen auf die Leute, die wo ein wenig meckern. Die Meckerer sind der Grund, dass ihr in Facebook, auf gut Deutsch gesagt, eure Zeit verplempern könnt. Also fasst sie nicht so hart an. Das sind die Leute, die nämlich den Motor, den Motor des Fortschritts darstellen. Die Leute, die nicht zufrieden sind oder denen irgendwas anstinkt. Falls das jetzt einer von euch nicht verstanden haben sollte, sucht einen Baum in Afrika. Fährt's euch.